Freunde und willkommen zurück bei Essepop. Heute zeige ich euch ein afghanisches Rezept und zwar Dopiosa. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt zwei Zwiebela. Für dieses Rezept bräuchtet ihr erstmal Lammfleisch. Das auf gar keinen Fall. Zwei Zwiebeln. Eine Peperoni, gemahlener Kurkuma, Knoblauchgranulat oder auch frischen Knoblauch, etwas Salz, etwas Essig, getrocknete Pfefferminze, ich benutze hier einen Teebeutel, das ist fast dasselbe, eine Zwiebel zum Garnieren, dann etwas Öl, eine Tasse von so geschälte Kichererbsen und die habe ich schon vorher gekocht in etwas Wasser für 20 Minuten und Brot. Das ist so Pita-Brot, würde ich sagen. Als allererstes bereite ich die Garnitur vor. Und zwar sind das ja die Zwiebeln. Und die mariniere ich erstmal mit etwas Essig. Also ganz wenig, nicht so viel. Und mit der Pfefferminze. Das mische ich noch ein bisschen. Und das kommt jetzt zur Seite. Der Hauptstar dieses Gerichts, und zwar das Fleisch. Jetzt brate ich dieses Kurkuma im heißen Öl an, weil sonst schmeckt das ein bisschen erdig, finde ich immer. Deswegen kommt das als allererstes rein. Und das Fleisch, Knoblauch rein, Salz und die Peperoni. Das rühre ich ganz kurz mal um. Ich lasse das jetzt für 15 bis 20 Minuten bei niedriger Temperatur und geschlossenem Deckel köcheln, sodass das Wasser dem Fleisch entzogen wird. Genau so muss es aussehen. Jetzt, bei einer sehr hohen Temperatur, muss dieses Fleisch wieder das ganze Wasser aufnehmen. Und deswegen muss das Wasser erstmal kondensieren bei einer sehr hohen Temperatur. Also wir machen jetzt genau das Gegenteil. Jetzt kommt noch ein Glas Wasser hinzu. Und dann nehme ich noch einmal den Deckel auf und lasse es nochmal für 15 Minuten kochen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mit einem Schnellkochtopf zu arbeiten, weil das wesentlich schneller geht. Mit einem Schnellkochtopf würde das so 15 Minuten brauchen. Wenn ihr mit einem normalen Kochtopf arbeitet, würde das quasi eine Stunde mindestens brauchen zu köcheln. Das sieht doch schon mal gut aus, aber da ist noch viel zu viel Wasser drin. Und jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal. Hohe Temperatur und rühren, bis das Wasser kondensiert ist. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Schritt, und zwar das Garnieren. Also da macht ihr eigentlich nichts falsch. Ich probiere jetzt ein bisschen. Das ist richtig schön zart geworden, weil wir das ja in zwei Phasen geköchelt haben. Durch die Peperoni ist das ein bisschen scharf geworden. Sehr schön würzig und ja, schmeckt mir gut. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlässt oder meinen Channel abonniert. Bis ganz bald und ciao! Mmm.